Eröffnet wurde das Programm mit einer Ansprache der Bürgermeisterin Judith Takácsné-Stolter. Die Ortsvorsteherin sagte, sie freue sich, dass sie auf dieser Weise Traditionen weitergeben könne und wünschte allen eine gute Unterhaltung. Nagyon örülök annak is, hogy megismertethetjük így módon a sváb ételeket, ezeket a nem túl bonyolult, de nagyon ízletes és nagyon finom ételeket. Az idő szép, körbejártam a hangulat remek, én mindenkinek azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, kóstoljanak sok ételt, beszélgessenek ismerősökkel, és legyen egy szép napunk a mai. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Nach der Rede der Bürgermeisterin begrüßte Gábor Bányai Parlamentsabgeordneter das Publikum und berichtete über die Grundgedanken des Festivals. Negyedik alkalommal jönnek össze a sváb ételek magyarországi barátai, a sváb településeink, akik bemutatják, hogy mit hoztak az óhazából a mai hazába, hogy alkottak új ételeket már itt az elmúlt 2-300 esztendőben, és ennek mi szeretnénk ma szemtanúi és kóstolói lenni. Nach den Begrüßungsworten wurden den Gästen aus den eingeladenen Gemeinden Geschenke überreicht, mit denen die Freude ausgedrückt wurde, dass so viele der Einladung gefolgt waren. Nach der Übergabe der Geschenke überreichten Csaba Koch, Vorsitzender des Weinbaugebiets Hajós-Baja, und László Lakner, Vorsitzender der Berggemeinde Ráczpeter, die Urkunden der Goldmedaillengewinner des Weinwettbewerbs des Weinbaugebiets Hajós-Baja 2024, der am 17. April 2024 in Ráczpeter aus dem Weingut Lakner stattfand, sowie den Siegerpokal für den besten Weiß-, Rosé- und Rotwein des Weinbaugebiets Hajós-Baja. Akkor a Szemerei pincétől szólítanám Szemere Istvánt, aki a Flóra rozéjával 2023-ból arany, fehér küvé arany és a Nektár 23-as borával szintén aranyérmet szerzett, és emellett elnyerte a Borvidék legjobb fehér bora címet, amelyért megkapja a Vándor serleget. An dem Festival nahmen 16 Gemeinden teil, die ihre Spezialitäten anbieten, darunter Gereslach, Vecsés, Hajós, Rácalmás und sogar Budapest. Die Verkostung dauerte von 10 bis 16 Uhr. Das Kulturprogramm begann um 11 Uhr, wobei insgesamt 12 traditionelle Gruppen das Niveau des Festes anhoben. Von den Jüngsten bis zu den Ältesten konnten alle ihr Können auf der Bühne zeigen. Zu den Gesangs- und Tanzdarbietungen gestellten sich Bands. Jetzt kommt der zweite Auftakt, der zergeht Berzeler Tänzer, und dann kommt auch ihr Chor. Sie haben sich wirklich mit einer breiten Palette vorbereitet auf den heutigen Tag. Neben den ungarischen Gruppen hatte auch die kroatische Nationalität die Gelegenheit, ihr Können zu präsentieren. Während des Festes gab es für jeden etwas zu tun, denn die Organisatoren boten Gesichtsmalerei für Kinder und ein Handwerkemarkt an. Nach dem bunten Kulturprogramm wurde der Tanzabend von Zoltán Kiss geleitet. Der Tag wurde mit einem töltési Borgatlan und einer tollen Disco-Atmosphäre abgeschlossen. Die Organisatoren freuten sich, dass sie in diesem Jahr eine große Anzahl von Gästen auf dem Fest begrüßen konnten. Die Esskultur und die Speisen sind ein wichtiger Teil der Traditionen und man will diese Veranstaltung auch in den kommenden Jahren durchführen.